Als die Tierärztin Dr. Katrin von Torra einer Seniorin sagte, dass ihr Hund ein Herzleiden habe, das man aber mit einem Medikament für 50 Euro gut behandeln könne, brach für die Rentnerin eine Welt zusammen. Denn so viel Geld hatte sie einfach nicht. Dieses Erlebnis brachte die Tierärztin dann dazu, eine eigene Praxis mit kostenloser Sprechstunde für Bedürftige ins Leben zu rufen. 20 Patienten versorgt Dr. Katrin von Torra heute in ihrer Tierarztpraxis ohne Grenzen in Mettmann bei Düsseldorf. Und das völlig kostenlos. Einmal in der Woche behandelt sie hier die Tiere von Bedürftigen. Wir haben so viele Anfragen, wir haben eine Warteliste von über einem Monat. Und das, was ich eben hier leisten muss, ist eigentlich eine Rechenarbeit. Das heißt, wie viel kann ich behandeln, wie viel kann ich ausgeben von den Spendengeldern, die wir eben pro Monat zur Verfügung haben. Die Bedürftigen-Sprechstunde ist spendenfinanziert. Dr. von Torra erfährt dabei von den schweren Schicksalen der Menschen, für die ihre Tiere oft die einzige Lebensfreude sind, obwohl sie sich ihre Haustiere eigentlich gar nicht mehr leisten können. Vorher, bevor ich hier war, war ich bei sämtlichen Ärzten und die meisten akzeptieren keine Ratenzahlung und sie nehmen einen dann auch nicht an. Na, das ist ein Problem. Und das ist auch das Problem, ich habe die Katzen angeschafft, wo ich noch berufstätig war. So geht es vielen Menschen. Und mit der neuen Gebührenverordnung für die Tierärzte fühlen sich gerade Geringverdiener oder Bürgergeldempfänger ausgegrenzt von der medizinischen Versorgung ihrer Hunde und Katzen. Wir haben spezielle Richtlinien für diejenigen Menschen, die hierher kommen dürfen und von uns dann oder mir kostenfrei behandelt werden. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel Wohngeld bekommen, Menschen, die zum Beispiel auch einen Sozialpass der Stadt Mettmann haben, Menschen, die nur eben geringes Einkommen, ich sage jetzt mal Bürgergeld haben, Menschen, die am Existenzminimum leben. Es ist für jeden Menschen wichtig, dass es seinem Haustier gut geht, egal ob er viel Geld hat oder wenig. Dafür kämpft Dr. von Torra jede Woche in ihrer Tierarztpraxis ohne Grenzen. So ein kleines Mäuschen. Ja, und wir freuen uns sehr, dass sie heute Morgen bei uns ist, Dr. Katrin von Torra. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir haben ja gerade im Beitrag schon einige Menschen gesehen. Was erzählen Sie ihnen denn, wie sie in die Bedürftigkeit gekommen sind? Also es ist ganz wichtig, dass wir erstmal von diesem Klischee Hartz IV wegkommen und dass wir wirklich hinschauen, wer kommt zu uns in die Praxis. Das sind Menschen, die wirklich schlimme Schicksale erlebt haben. Ich habe gerade ja schon gesehen, wer alles abgefilmt wurde. Und es sind Menschen, die missbraucht wurden, die keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Entschuldigung, ist ein sehr emotionales Thema. Das muss ich sagen, aber wie ist das dann für Sie? Also zum einen wollen Sie helfen, es tut mir wahnsinnig leid, dass Ihnen das jetzt so nahe geht. Ist nicht schlimm. Es ist halt so, ich lebe mit diesen Menschen zusammen quasi. Also sie gehen mir so ans Herz. Und es ist wirklich, das wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Aber es ist Menschen, die missbraucht wurden, Menschen, die durch die Scheidung alles Geld verloren haben, Menschen, die so am Existenzminimum sind, Menschen, die so wenig Rente haben, dass sie kein Geld mehr übrig haben zum Essen. Die haben am 15. nichts mehr im Portemonnaie und das ist grausam. Danke dir. Ja. Das ist einfach grausam und wir müssen da was tun. Und es gab dann eben einen netten Kollegen bei uns im Dorf, der entsprechend eine Praxis abzugeben hatte und ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Und dann habe ich die Praxis mit dem eigenen Geld, was ich auch damals nicht hatte, alles zusammen gerafft, was irgendwie da war und habe ihm die Praxis abgekauft. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Praxis für arme Menschen da rein. Und es ist so wichtig, wir können diese Tiere retten diesen Menschen das Leben. Darüber wollte ich jetzt eigentlich mit Ihnen sprechen, um vielleicht auf was Positives zu kommen. Ja, warum sind denn gut. Haustiere so wichtig für die Menschen? Genau, weil es ist wirklich der Grund, dass viele Menschen noch am Leben sind. Und wir hören das immer wieder. Dieses Tier hat mir das Leben gerettet. Und es ist der Grund eben, warum manche Menschen sich nicht das Leben nehmen. Nochmal zu der Frage, wer kommt zu uns in die Praxis? Ich habe Leute da stehen, die kommen, Obdachlose, die mit Betreuern kommen. Es kommen auch behinderte Menschen, es kommen Menschen mit seelischen Traumata, körperlichen, psychischen Traumata. Wir hatten eine Dame, die kam gerade aus der psychischen Klinik, der psychiatrischen Klinik mit frisch aufgeschnittenen Pulsadern. Das ist so emotional und wir versuchen, diese Menschen aufzufangen.
angefangen. Wir haben Gesprächstherapie, wir haben Verhaltenstherapie für Menschen, wir haben sehr viel Physiotherapie, eben auch für die Tiere. Und wir versuchen wirklich den Menschen in erster Linie zu helfen. Und wir haben ganz neu die Jobbörse ins Leben gerufen dieses Jahr. Das heißt, wir versuchen eben auch die Menschen wieder in Brot und Arbeit zu bekommen, sodass wir eben wirklich an der Basis anpacken. Und wir sagen nicht, also nur weil ich jetzt, ich habe ja auch eine normale Tierarztpraxis, ja, wo ich natürlich auch Geld verdienen muss, damit ich das alles eben machen kann. Also das ist nicht reich und arm, wir sind alle eins. Aber was sagen Sie denn zu den Kritikern, die vielleicht einfach so raushauen, ohne dass sie drüber nachdenken, Menschen, die kein Geld haben, sollten sich auch keine Tiere anschaffen? Was entgegnen Sie denen? Man kann jetzt erstmal sagen, okay, die haben recht, ne? Also wer kein Geld hat, der kann auch keinen Ferrari fahren, der darf sich keine drei Hunde kaufen. Man muss unterscheiden, wie das eben auch gezeigt wurde, ob das Tier vor der Bedürftigkeit angeschafft wurde oder in der Bedürftigkeit. Und wenn ich sage, okay, viele Menschen bekommen auch Tiere geschenkt, einfach so. Das sind Tiere irgendwo auf der Straße, ach, die ist mir zugelaufen oder der eine wollte sie nicht mehr haben, dann habe ich sie genommen. Die Menschen, die sehr wenig Geld haben, das ist mir aufgefallen, die haben sehr häufig ein riesengroßes Herz und die sammeln irgendwie alles ein, was irgendwie rumkriecht und fleucht und versuchen alles zu heilen und denken gar nicht darüber nach, was in 15 Jahren ist, ob sie die Rechnung bezahlen können. Ja. Ich kann nur all diesen Menschen empfehlen, dass sie ihr Tier wirklich versichern. Also jeder, der ein Tier sich neu anschafft oder der entsprechend, ich bin jetzt kein Versicherungsvertreter, bitte nicht falsch verstehen, nur die Gebührenordnung der Tierärzte ist im November extrem angestiegen. Also eine Infusion ist von 16 Euro auf 42 Euro netto hochgegangen. Genau, wow. Ja. Das heißt, wie soll man eine Katzenzahn-OP mit Reinigung drei Zähne ziehen? Das variiert von 800 bis 1500, je nach Bundesland, wo sie sind. Wer kann das denn noch bezahlen? Das heißt, Versicherungen greifen dann eben. Und wenn man einen sehr guten bis hohen Tarif in einer Versicherung für ein Tier nimmt, kann man sein Tier damit entsprechend auffangen. Und das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das sind Sachen, die viele Menschen, wenn sie sich zum ersten Mal ein Tier anschaffen, gar nicht drüber nachdenken. Die denken, okay, ich muss natürlich dafür sorgen, dass das Tier Futter hat. Richtig. Aber was passiert, wenn das Tier krank ist? Genau. Jetzt haben wir gerade auch gesehen, Ihre Praxis ist natürlich auf Spenden angewiesen. Was machen Sie oder was können Sie tun, wenn mal nicht genug Spenden da sind? Also, ich bin ja die Gründerin der Tierarztpraxis ohne Grenzen GOG. Das heißt, wir haben eine eigene gemeinnützige und mildtätige Gesellschaft gegründet. Diese soziale Tierarztpraxis, das Zentrum für Tier und Mensch, ist meine Zweitpraxis, nur noch mal, um das klarzustellen. Und wir sammeln eben Spenden. Wir haben an die 250 freiwillige Spendenmitglieder und ich freue mich, wenn es mehr werden, sodass wir eben auch mehr Gutes tun können, mehr Nächstenliebe verteilen und uns einfach mehr um diese Menschen und ihre Tiere kümmern können. Und was wir tun, wir haben ein großes Märkte-Team, wir gehen auf Flohmärkte, wir verkaufen. Und ich habe immer gesagt, ich reiße den Arsch auf und wenn es sein muss, verkaufe ich meine gebrauchten Unterhosen auf eBay. Das ist mir scheißegal, ich kriege irgendwie die Kohle zusammen. Und klar muss ich aussortieren und muss gucken, okay, wer hat Schmerzen und bei wem geht's noch? Mhm. Und die OP muss jetzt nächste Woche sein und die andere OP können wir vielleicht noch schieben oder wer muss zu einem Fachtierarzt? Ja, und wenn einer zu einem Fachtierarzt muss, dann kostet das mal eben 1.500 bis 2.000 Öcken. Und dann muss ich das natürlich alles rechnen. Naja. Also an so einem Freitag bin ich nur am Rechnen. Ne? Dann hoffe ich, dass viele Spenden zusammenkommen. Vielen Dank, Dr. Katrin Vontora, für die wichtige Arbeit, die Sie leisten. Dankeschön. Danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.